Die Polizei hat mich weggeschickt, das Bundeskriminalamt es hat mich weggeschickt. Niemand ist bereit, sich mit mir zu treffen. Dabei habe ich Hinweise zur Bildung einer kriminellen Vereinigung. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin noch leicht außer Atem. Ich war den ganzen Vormittag unterwegs, um für euch hier für ein Stück Gerechtigkeit zu sorgen, wenn man darüber noch sprechen darf in diesem Lande. Es geht um ihn hier, um unseren netten Kollegen, der gesagt hat, er ist von der Hisbollah. Und das Schlimme daran, nach Paragraph 129 Strafgesetzbuch ist nicht nur das Bilden einer kriminellen Vereinigung verboten, sondern auch das Mitgliedsein in eben einer solchen Vereinigung. Dass die Hisbollah eine solche Vereinigung ist, ist seit dem 30. April 2020, also noch unter Regierung Merkel, allseits bekannt. Es gibt ein Betätigungsverbot für die Hisbollah, das Vermögen wurde beschlagnahmt und natürlich Grundlage ist das Vereinsgesetz. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Ihr habt es vielleicht gesehen im Video von heute Morgen. Es gab gestern eine pro-palästinensische Demonstration in Berlin auf dem Alexanderplatz. Gestern war der 12. August 2024 und dort gab es von Iman Sefati, den könnt ihr finden bei Twitter. Er ist regelmäßig unterwegs auf solchen Demonstrationen und er filmt immer wieder das Geschehen. Dort war ein junger Mann, der sich offen bekannt hat zur verbotenen Vereinigung der Hisbollah. Er sagte, er kennt auch das Verbot, aber das wäre nur in Deutschland. Er ist dennoch Teil dieser Organisation. Darauf stehen bis zu 5 Jahre Gefängnis. Und ein Polizist, nein, ganze 2 Polizisten der Berliner Polizei stehen sogar nebendran. Im ersten Frame sieht man das ganz gut von diesem Clip. Und ich konnte das wirklich nicht auf mir sitzen lassen. Bei mir wollen Sie jeden Beleg einer Steuererklärung sehen. Und hier sind Mitglieder einer verbotenen Organisation, die sich öffentlich dazu bekennen und die Polizei steht nebendran. Bald bekommen Sie noch Geleitschutz. Also habe ich getan, was mir ein guter Bekannter geraten hat. Fahre zum GTAZ, zum gemeinsamen Abwehrzentrum in Berlin. Das ist in Köpenick auf der alten Kaserne, dort wo auch das Bundeskriminalamt ist. Und was soll ich euch sagen? Am Empfang wollte das Bundeskriminalamt mich direkt zum LKA abweisen. Dabei ist Vollzugsbehörde, das BKA und die Bundespolizei für dieses Vereinsverbot zumindest 2020 gewesen. Auf meine Bitte hin, dass man dennoch dann Mitarbeiter aus dem Gebäude holt, denn in diesem GTAZ, in diesem gemeinsamen Abwehrzentrum, sitzen alle Landesverfassungsschutzämter, alle Landeskriminalämter sowie die Pendants vom Bundesinnenministerium. Das heißt, es ist quasi der Vernetzungsstandort, wo alle Behörden da sind, um gegenseitig ihre Informationen auszutauschen. Was hat man mir gegeben? Eine Visitenkarte. Das Einzige, was sie mir geben konnten, war das hier, die Erreichbarkeit des Bundesamtes für Verfassungsschmutz. Selbstverständlich haben die da eine Berliner Nummer drauf, habe ich sofort angerufen, noch vom Gelände des BKA. Und die Dame am Telefon sagte mir, dass ich allerdings in Köln gelandet bin und dass es da keine Mitarbeiter in Berlin gäbe, die man treffen könnte. Ich solle doch eine E-Mail schreiben. Auf den Hinweis, dass ich ja nur eine unverschlüsselte E-Mail schreiben kann, sagte sie, ja, wo ist das Problem? Da sieht man mal, die Leute, die für Abwehr realer Gefahren für unsere Bundesrepublik verantwortlich sind, sie können das nicht. Also erstens mal, dass das BKA mich wegschickt. Das dürfte niemals passieren. Das BKA hätte das zumindest aktenkundig machen müssen. Denn ein Berliner Polizist ist mit involviert und in Berlin ist die Polizei und das Landeskriminalamt aus einer Behörde, das ist die Landespolizeibehörde. Hier die Dame am BEV sagt, ja, sie kann sich das anhören am Telefon, sie kann das mitschreiben. Telefon ist genauso unsicher, aber immerhin noch ein bisschen sicherer wie eine unverschlüsselte E-Mail. Und man wird sich bei mir melden. Der Hinweis, dass es da Leute gibt, die offensichtlich einer verbotenen Organisation hinterhereifern, ja, man hat ihn zur Kenntnis genommen, allerdings besteht hier keine Eile. Man hat mir noch den Tipp gegeben, ich solle dann doch noch beim Landeskriminalamt anrufen. Selbstverständlich habe ich dann noch, nachdem ich wieder zurück war, eben mit dem Landeskriminalamt Berlin telefoniert, das ist das LKA 8. Und ich habe mit der Dame am Telefon, ich habe das alles kundig gemacht, was dort denn passiert ist. Und das Problem, wie immer, es gibt keine Personen, die sich mit mir treffen wollen. Ich solle eine E-Mail schreiben oder ich solle doch auf eine Dienststelle gehen und das dort aktenkundig machen. Aber dass ich mich mit einem Mitarbeiter treffe, der zuständigen Behörde, dass man quasi mit jemandem gegenüber sitzt an einem Tisch, ein echtes Gespräch von Mensch zu Mensch führt, um gewisse Dinge anzusprechen, das ist nicht möglich. Ich habe jetzt 3,5 Stunden meiner Zeit darauf verschwendet, Hinweisgeber für diesen Staat zu sein
wo es um ein sehr sensibles, sicherheitsrelevantes Thema geht. Was macht der Staat? Er schickt mich weg, er vertröstet mich, ich werde zurückgerufen, beziehungsweise ich solle das doch bitte schriftlich aktenkundig machen. Die Dame am Telefon vom LKA Berlin hat sich zumindest aber alles grob notiert, wie sie es verstanden hatte. Und bei Paragraph 129 StGB, wenn sie das sieht, was ich gesehen habe, dann werden sie auch von alleine tätig. Aber um sicher zu gehen, dass das verfolgt wird, soll ich jetzt das Ganze nochmal aktenkundig machen. Der Witz an der Sache ist, man könnte sogar hier diesen Polizisten anzeigen. Habe ich nicht vor, bringt mir nichts. Klar wird er von der Beförderung ausgesetzt, aber am Ende die Polizei zum Feind machen, das kommt irgendwann als Bumerang vermutlich zurück. Mir geht es darum, dass sie diesen Typen hier ausfindig machen, dass sie den Typen einkassieren oder zumindest mal die Personalien feststellen, damit es wieder einer ist, der später dann Polizei bekannt ist. Dass so Leute hier nicht verknackt werden, wissen wir. Dabei stehen bis zu 5 Jahre Gefängnis da drauf. Und ihr wisst, wenn es hier einen ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus gibt, könnte man den aufgrund dieser Haftstrafe, die man verhängen könnte, aufgrund der Straftat, die er begangen hat, könnte man ihn danach dann einfach den Aufenthaltsstatus entziehen und abschieben. Wäre legal, das sind Gesetze in diesem Land, die man hat, die man durchsetzen muss, aber anscheinend muss man Spezialjuristin werden, um im Innenministerium es so weit gebracht zu haben, dass selbst das Bundeskriminalamt Hinweisgeber zum Schutze der Republik einfach an ihren Pforten in Köpenick abweist. Sie geben ihnen eine Visitenkarte in die Hand, dabei ist das Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich die Vorfeldorganisation. Sie bereiten dieses Verbot vor. Sie sind danach gar nicht, also sie sind nicht mal Vollzugsbehörde des Vereinsverbots der Hisbollah gewesen, aber sie haben mich weggeschickt. So viel zum Thema, die Gefahrenlage ist so groß wie nie. Ich glaube denen langsam gar nichts mehr. Sie verarschen uns von morgens bis abends, von vorne bis hinten, von montags bis sonntags. 24 Stunden am Tag, 367 Tage im Jahr. Ich kann mir das nicht erklären. Es waren 3 unterschiedliche Behörden in diesem Land. LKA, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt. Ein Hinweisgeber hat einen Spießrutenlauf in Berlin. Wenn man hier einfach mal darauf hinweisen möchte, dass die Berliner Polizei hier ihren Job nicht gemacht hat, also der Polizist wird sagen, er hat das nicht gehört, ja, kann ich mir gut vorstellen. Er hat es allerdings mit Sicherheit gehört und dennoch hat er hier nicht eingegriffen. Leute, das steht wieder für sich im Netz, für die Ewigkeit und niemand kommt auf die Idee, hier mal von der Polizei Berlin eine Pressemitteilung abzugeben und zu sagen, ja, wir haben hier einen klaren Fehler, klarer Verstoß, das hätte nicht passieren dürfen. Nein, sie lassen uns die Gelegenheit offen, um zu sagen, was hier so passiert, nicht passiert. Interessant war auch noch, dass die Dame am LKA am Telefon direkt sagte, ob ich denn von der Presse bin. Haben sie wohl meine Telefonnummer gespeichert inzwischen bei der Polizei Berlin? Keine Ahnung. Oder ob sie meinen Namen so schnell gefunden hat. Ich bin dennoch schockiert. Die Sicherheit in unserem Lande bedroht wie nie. Die Sicherheitsbehörden, sie ignorieren es. Die Gefahrenlage so hoch wie nie, so abstrakt wie nie. Hinweisgeber, die vor dem Gebäude stehen, werden abgewiesen. Das Bundeskriminalamt hat heute den Hinweis auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach 129 StGB nicht haben wollen. Sie haben mich an der Pforte abgewiesen. Das Landeskriminalamt sagt, ja, also ich kann mich mit niemandem treffen. Ich kann das aber gerne per unverschlüsselter E-Mail schreiben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt auch, ja, wir können uns auch eine unverschlüsselte E-Mail schreiben oder wir rufen Sie zurück und überlegen uns, ob wir einen Termin machen, wobei das Bundesamt für Verfassungsschutz hier einfach eigentlich falsch ist, ja. Aber die Karte haben sie mir gegeben vom BKA. Da seht ihr mal, wenn ihr Normalbürger, die den ganzen Tag arbeiten gehen, hier was machen wollen, dann braucht ihr einen Tag Urlaub. Völliger Wahnsinn kann man da eigentlich nur nochmal zusammenfassen. Sie wollten es nicht hören und ich frage mich nur, wie lange wollt ihr uns noch verschaukeln? Macht endlich eure Arbeit und eure Arbeit besteht darin, geltende Gesetze anzuwenden und der Polizist, der von einem Verstoß gegen 129 StGB auf offener Straße erfährt, muss sofort handeln, muss die Person in Gewahrsam nehmen, um mindestens mal die Identitäten festzustellen. Ebenfalls wäre hier eine Beschlagnahmung des Smartphones als Tatwerkzeug angebracht gewesen, denn dort wurden anscheinend Schriftzeichen der verbotenen Organisation weiterverbreitet. Damit ist das ein Tatmittel und darf beschlagnahmt werden nach Strafprozessordnung in diesem Lande. Aber das mit dem Gesetz erklärt euch hier immer ein Nicht-Jurist, ja? Ich frage mich, was macht ihr eigentlich im Jurastudium? Ja, wahrscheinlich internationale Steuerverschiebung lernen und internationalen Schwachsinn. So europäische Gesetzgebung, die sowieso keinen interessiert, siehe Frau von der Leyen. Abonniere aber den Kanal, bleibe dran. Ich berichte dir, was es hiermit noch gibt.
Und jetzt werde ich mich mal hinsetzen und dem LKA Berlin diesen Vorgang jetzt nochmal schriftlich aktenkundig machen, damit sie ihn auch nicht übersehen. Und dann bringe ich den morgen persönlich vorbei beim Landeskriminalamt. Ich mache das nicht mit der Post, ja? Sie sagte auch Online-Anzeige. Habe ich gesagt, nee, habe ich schon mal gemacht, hat nicht funktioniert. Abonniere den Kanal X und Telegram, bleibt dran, es bleibt spannend. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, im verrücktesten Berlin aller Zeiten. Es ist einfach völliger Wahnsinn. Damit ciao, bis bald.